haben uns entschlossen, mit unseren Beagles zu züchten. Wir haben dann anfangen müssen, auf Ausstellungen zu gehen, damit wir zuerst die Ergebnisse haben, an Zuchtstättennamen uns überlegen. Und das war für uns wichtig, dass man irgendwo weiß, wo kommen wir überhaupt her. Darum heißt unsere Zuchtstätte vom Kobler Schlossberg. Wir haben ein kleines Stückchen im Ried mit Bäumen und viel Platz für die Hunde, ein kleiner Wald dabei, wo man einfach viel Spaß hat, so mit den Hunden herumzutollen. Für uns sind es Familienhunde. Wir gehen mit denen nicht zur Jagd, aber wir bilden sie dementsprechend aus, nämlich als Mantrailer, was der Jagd für einen Hund, finde ich, sehr ähnlich ist. Die Hunde dürfen mit den Kindern spielen, sind auch sehr familienfreundliche Tiere. Ganz viel Zeit brauchen wir in der Vorbereitung, um die richtige Rüde auszusuchen. Wir haben davor immer wieder Blutuntersuchungen gemacht, um auch schauen, wie ist denn der Progesteronwert beim Hund, dass man weiß, in welcher Zeit ist das ideal, um zum Rüden zu fahren. Dann ist eine ziemlich lange und bange Zeit zum Warten, nämlich ob es überhaupt funktioniert hat. Das Unternehmen Beaglezucht und ob es den Welpen gibt, ist dann immer spannend. Man fährt wieder zur Tierärztin, macht einen Ultraschall und schaut, ob es so Fruchtampullen gibt. Und ist natürlich froh, wenn da einiges zu sehen ist. Erst ab dem Zeitpunkt, also ungefähr nach einem Monat, fängt der Bauch der Hündin dann wirklich an, größer zu werden. Man sieht, dass da Welpen heranwachsen. Kurz vor der Geburt eigentlich sieht man das ganz gut bei der Hündin. Sie wird unruhig, sie hechelt, sucht sich irgendwo einen guten Platz in ihrer Wurfbox. Nach der Geburt macht eigentlich die Hündin auch alles selber. Sie nabelt ab und schlägt die Jungen eigentlich nachher trocken. Equipment ist bereit, ist alles hergerichtet. Wir haben die Nabelschnurklemme gerichtet, wir haben einen Budel gerichtet, falls die Welpen nicht gleich trinken bei der Mama. Wir haben alles für die Dokumentation vorbereitet, das heißt vom Farbbändle bis zum Aufschreiber, dass da alles seine Ordnung hat. Zuständig war, um die Welpenballe allgemein untersuchen. Das heißt, wir haben von der Oger bis über das Gebiss bezüglich einer Fehlstellung, ob bei der Rüde Tode abgestiegen sind, alle Welpen einmal ordentlich untersucht. Zudem haben sie ihre erste Impfung gekriegt, was wichtig ist, weil die Antikörper von der Mama jetzt dann einfach weg sind, dass die Welpen weiteren Schutz haben. Sie haben einen Chip gekriegt, damit die registriert sind und ordentlich abgewehren können. Und ab dem heutigen Tag dürfen die Welpen in eine neue Familie gehen und haben hoffentlich ein schönes Zuhause.